Bisher bei Sherlock Holmes. So, okay, Watson, ne? Reiß dich mal ein bisschen zusammen jetzt. Wir kriegen das schon hin. Wir müssen Mycroft fragen und Mycroft ist doch in London. Wir sind nicht in London, Watson. Holmes. Du bist so blöd, Watson. Ein Sombrero. Eieiei, okay, cool. Und so geht es weiter. Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. In der letzten Episode ist mir Folgendes entfallen, hier auf dem Bürotisch. Schau mal, da liegen noch Wettscheine. Die nehme ich mal mit. Betting slips for horse racing. Wer wettet denn hier? Hier? The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. So sieht's wohl aus, aber wen meinen wir denn da bloß? Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt mal, ob wir diesem komischen Typen hinterherrennen können. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Hey, wir sollten uns das einmal ansehen. Einfach nur so aus Spaß. Da hinten sitzt jemand. Warte mal, left luggage. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Geh mal auf, du. Guck mal hier. Briefe? Railway post bags. Gibt's hier nicht. Es gibt keine Briefe. Eine Tasche. Warte mal. This post bag belongs to the station master. Wir sollten uns mal den Brief an den Anwalt und den Brief an Ehefrau ansehen. Aha. Okay. Anwaltskanzlei Corwell, Main Road BR6, Hunter Bromley, London. In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde. Hochachtungsvoll, Edward Duff. Okay. Und was ist das für ein Brief? The station master appears to have found himself in some financial trouble. Nun, bestens. 7. Alpine Street, Basford, Nottinghamshire. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotzdem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. In Liebe, Edward. Der hat echt mächtig Dreck am Stecken und damit auch ein Motiv für diese ganze Aktion hier. Quatschen wir ihn mal an, schräg von der Seite. Ey, Edward, bist du's? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Wow, du hörst dich furchtbar an. Ich, schau dich mal an. Du, mein Freund, hast eine Nase. Melancholisch. Ja, er ist melancholisch, so ein bisschen. Aber wir wissen ja auch warum. Das macht schon Sinn. Was hast denn du hier so? Eine Jacke, ein paar Knöpfe. Nee, das will ich nicht wissen. Hände. Ringspuren. Oh nein, er wurde verlassen. Das war's mit dir, Edward. Ich kenn doch deine Geschichte. Oh. Keine Amtsuhr. Die hat er wohl vertickt, um sich ein bisschen was leisten zu können. Irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas fehlt hier noch. Hä? Warte mal. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Ich finde nichts mehr. Nein? Ah, hier. Fehlender Knopf. Gut. Überflutetes Gebiet. Das könnten wir natürlich erstmal fragen. Mexikaner, Glücksspiel, Fahrgäste. Warte mal. Goodbye, sir. Wir kommen gleich auf Sie zurück. Erstmal müssen wir gucken, was es mit diesem überfluteten Gebiet auf sich hat, denn es ist Gesprächsthema Nummer 1 und ich möchte gern wissen, was das hier zu bedeuten hat. Ich kann nicht reingehen. Ich kann nicht reingehen. Diese Flaggen helfen mir auch gar nicht weiter. Watson! The whole train just... Du bist einfach nur lächerlich. Okay, warte mal, wir können da hinten nichts sehen. Quatschen wir also doch nochmal mit Edward. So, dieses überflutete Gebiet, was hat es damit auf sich? It appears that you may be at risk of some flooding along the line here.
You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Ich habe das Gefühl, irgendwas befindet sich dort unter Wasser. Fahrgäste, hast du Fahrgäste gesehen, Mann? Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Hm, du bist mir irgendwie so ein bisschen suspekt. Glücksspiel ist doch mal Thema bei dir, ne? Sieh dich an. Ich seh's doch, Mann. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Warte mal, detaillierte Streckenkarte, Wettscheine für Pferderennen, genau. Genau, das nehmen wir mal. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Nun, da wir keinen Wert auf Privatsphäre legen, ist uns das völlig egal. Mexikaner? There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Nun, ich find's gut, dass wir hier unsere Gespräche vor diesem Typen führen, damit er auch alles mitbekommt. Oh, er kommt uns auf die Schliche. Scheiße, wir müssen uns ein bisschen besser verstecken und vornehmen. Oh, ja, so sieht's aus. Warte mal, wir können was herleiten. So, überfluteter Steinbruch. Nein? Was haben wir hier noch? Sonderwagen vielleicht? Nee? Telegramm? Nee? Ah, verdammt. Nichts funktioniert. Was können wir denn nehmen? Sonderwagen, Telegramm. So, das hätten wir. Und wir kombinieren Folgendes. Passierte Doncaster. Der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet. Kam nie in Doncaster an. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Brief gesendet. Bericht. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Das könnte ich so annehmen. Okay, verschwand früher. Mhm. Ist in Ordnung. Was gibt's noch so Hinweise? Wir haben ja noch hier einiges, ne? Zur Auswahl. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert alles nicht. Nun gut. So, was finden wir hier in diesem Raum? Irgendwas muss es hier geben. Ich meine, kommt schon, ihr habt doch irgendwas zu verbergen und ich werde es finden, denn ich liege nie daneben. Guck mal, hier eine Teekanne. Watson, would you like some tea? No. Nein. Das war's. Einfach nur nein. Ich find das frech, Watson. Holmes, how is it even... Du bist so... Mir fallen echt keine Worte mehr ein. Und natürlich, Watson ist ein toller Charakter, aber hier für mich ist er einfach nur perfekt dafür geeignet, dass ich ihn runtermache, denn er ist einfach so ein Vollidiot. Holmes. Siehst du, was ich meine? Es ist einfach so. So, was gibt's hier? Nichts. Die Tür ist verschlossen. Hm. Nun gut, wir müssen also zum See, beziehungsweise in den Küstenbereich, und dann drücken wir mal kurz T. T. Ich finde nichts. Wieso finde ich hier nichts? Müssen wir irgendwo anders hin? Das ist nicht der richtige Ort, glaube ich. Nun, okay. Watson, was ist hier bloß los? Können wir da hinten lang gehen? Ich denke, da kommen wir einfach nur wieder weg.
von diesem Ort. Wir reisen weiter. Ja, das tun wir. Strand. Da müssen wir hin, natürlich. Auf geht's. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. Ah, gut, ist kein schöner Urlaubsort, meint er. Sieht wirklich so aus. These traces were made by a carriage. Look. Warte mal, das kennen wir doch schon. So? The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Ja, und damit haben wir den letzten Hinweis gefunden. Stein untersuchen. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Natürlich, also, ne? The vehicle would have been heavy, as these tracks. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Gut, wir kombinieren 1 und 1 und bekommen 3 raus. Mann, nicht schlecht. Was ist das hier? Ein Schild. Seeausflug Werbeplakat. An advertisement for lake cruises. Ah, sehr interessant, sehr interessant. Falls ich mal entspannen will, komme ich hier gerne mal zurück. Was ist das? Es sollte ein Klo sein, aber es ist nichts. Nichts zu finden, nicht mal ein Loch. Was ist das für ein Wagen, Watson? Mann, ey, ohne Mist jetzt. Können wir hier reingehen? Da ist doch irgendwas drin. Ich komme da nicht rein, okay. Gehen wir hier lang. An abandoned gypsy caravan. Gypsy. Die Gypsies waren hier und haben Feuer gemacht. Und Abfall liegen gelassen, toll. Also super. This place was abandoned fairly recently. Sie waren also vor kurzem noch hier. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. So sieht's aus. Eventuell ist das aber nicht zufällig passiert, denke ich. T. Küstenlinie. Abfälle am Strand. Was finden wir noch? Hier? Guck mal. Oh, Metallplakette. Oh. LAS Zarpas. A label with the name Las Zarpas. Oh, okay. Las Zarpas. Okay, Kann ja mal vorkommen, hä? Was gibt's noch? Stranduntersuchen abgeschlossen. Mehr gibt's hier nicht. Das kann ich ja fast nicht glauben, Mann. Dieser Strand ist so groß und voller Geheimnisse. Hier muss es mehr geben für uns. Nur eine Plakette. Wo könnte man noch hingehen? Nee, da nicht. Ich wollte da vorne hin und dann links rum und mal gucken, ob ich zu diesem Steg komme. Ich denke nicht. Nein, komme ich nicht. Okay, warte mal. Doncaster, zurück nach Doncaster. Nun, da wären wir wieder und da ist der Mexikaner. Ich wusste es, er kommt zurück. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Nun, da haben wir doch schon mal einen Anhaltspunkt, du Chilene. Du bist gar kein Mexikaner. Wir haben uns geirrt. Dieser Bart ist gar buschig und eindrucksvoll. Eine Fliege. Teure Kleidung, ja, das ist gut. Du bist reich. Was ist das? Kräftiger Körperbau. Du bist also ein Arbeiter. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Kampfsport. Schande, was bist du für einer? Warte, was ist das? Irgendwas war hier noch. Komm schon. Teure Zigarre. Und zu guter Letzt finden wir hier... Falten, du bist alt, Mann. Du bist alt. Ich dachte, sie wären Mexikaner. So ein Zufall. Chile, but you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Nun,
Aufgrund ihrer mexikanischen Zigarren. Das ist doch eindeutig. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Na gut, was machen Sie denn hier? I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Er ist nicht gerade sympathisch, aber irgendwie mag ich ihn dennoch. Ich weiß auch nicht wieso. Warte mal, wir können was kombinieren. Verdächtiger Mexikaner. Warte mal. Das? So, und da ist hier oben was. Pass mal auf. Kein Groll. Die mexikanische Firma Caracal ist nicht gut auf die chilenische Firma Barcasas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die Vea Coal-Minen erhalten, obwohl bereits eine Vereinbarung mit den Mexikanern bestand. Ich denke, das ist der Fall. Ja, das kommt hin. Und schon haben wir hier einen kleinen Klumpen. Der sagt was. Mexikanische Falle. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Jawohl. Und damit haben wir hier die Antwort. Mexikaner Zug verschüttet. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und brachten die Minen mit dem Zug darin zum Einsturz, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückblieben. Blinde Justiz. Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann. Selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt, Sache der Politik. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Mycroft das Problem lösen und wenn es dafür längere Zeit benötigen... Und wenn er dafür längere Zeit benötigen und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte, ich denke... Das ist so ein bisschen schwierig. Ich denke, wir werden das Mycroft überlassen, denn ich weiß nicht. Nachher sterben noch mehr Leute. Das will ich ja nicht, ne? Moralische Entscheidung bestätigen. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process. And possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcasas company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have two tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train?
The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Einige Zeit später. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Was denn jetzt? Warte! Bam! Tja, da guckst du blöd. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. So, das war's. Das Rätsel auf den Gleisen ist gelöst. Es war sorgfältig geplanter Mord. Das kennen wir schon. 19 Hinweise haben wir gefunden. Mexikaner, Sache der Politik. Ich bestätige meine Entscheidung. Ja, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Fall.